Hey, sag mal, kann man in Dänemark mit Euro bezahlen? Hallo, ihr Lieben. Heute ist der 2. Juli, es ist also definitiv Sommer und in manchen Bundesländern fangen bald die Ferien an. Es ist also Urlaubszeit und so manch einer freut sich auf seinen Urlaub in Dänemark. Und spätestens, wenn die Urlaubszeit beginnt, dann taucht in den verschiedenen Dänemark-Gruppen auf Facebook fast immer regelmäßig diese eine Frage auf. Hey, sag mal, kann man in Dänemark mit Euro bezahlen? Wenn man auf diese Frage dann antwortet, nein, du kannst in Dänemark nicht mit Euro zahlen, dann kommt, bevor man das überhaupt erklären kann, irgend so ein ganz schlauer Mensch, der sein Halbwissen dann teilt, nicht ohne vorher einem noch so eine kleine knackige Bemerkung wie diese hier an den Kopf zu schmeißen. Sag mal, Alter, bist du bescheuert? Natürlich kann man in Dänemark mit Euro bezahlen. Die nehmen überall total gerne Euro an. Aber ich bleibe dabei. Du kannst in Dänemark nicht mit dem Euro bezahlen. Und das will ich dir jetzt hier mal in diesem Video erklären, um diese Frage vielleicht ein für alle Mal abzuräumen. Kurz zum Hintergrund. Als im Jahr 2000 die Währungsunion anstand und sich viele Länder in Europa entschlossen haben, ihre Landeswährung zugunsten des Euros abzuschaffen, stand diese Entscheidung auch in Dänemark an. In Dänemark hat man ein Referendum durchgeführt, also im Prinzip eine Volksbefragung, und die Dänen haben sich mehrheitlich dagegen entschieden, zum Euro zu wechseln. Das heißt, die dänische Krone bleibt und ist bis heute die dänische Landeswährung, und zwar die einzige dänische Landeswährung. Das heißt, alles, was du in Dänemark bezahlst, bezahlst du immer in Kronen. Jetzt kommt ja, wie gesagt, das Argument auf Facebook, dass in Dänemark ja überall der Euro angenommen wird. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt in einigen touristischen Hochburgen eben Läden, die sozusagen aus Kulanz den Kunden gegenüber den Euro als Fremdwährung annehmen. Aber dann wird über das Kassensystem der Eurobetrag in dänische Kronen umgerechnet. Davon wird im Prinzip die Summe des Einkaufs abgezogen und du bekommst das Restgeld in Kronen ausgezahlt. Das heißt also, du bezahlst nicht in Euro, sondern du bezahlst tatsächlich in Kronen und die Kassiererin oder der Kassierer macht lediglich sozusagen als Dienstleistung für dich als Touristen direkt vor Ort den Währungsumtausch. Aber der Betrag, den du zu zahlen hast, steht auf der Kasse in Euro, steht auch auf allen Preisen. Jetzt habe ich es natürlich verpappelt. Ich wollte sagen, der Betrag, den du zu bezahlen hast, steht in der Kasse in Kronen, steht auf allen Preisschildern in Kronen und du bezahlst eben in Kronen. Lediglich die Fremdwährung Euro wird dann eben für dich in Kronen umgetauscht. Aber das wird längst nicht, wie gerne behauptet, überall gemacht. Außerhalb der ganzen Touristenhochburgen zum Beispiel wirst du sehr schnell auf Schwierigkeiten kommen und dann wird man das eben ablehnen, wenn du da mit Euroscheinen wedelst. Dann gibt es ja so manche Leute, die behaupten, die Dänen würden sich ja freuen, wenn wir Touristen mit Euro kämen und Devisen ins Land brächten, weil dann könnten die Dänen ihrerseits dann in Europa wieder mit Euro bezahlen. Dänemark ist ja kein Entwicklungsland in der dritten Welt. Dänemark ist eine europäische Industrienation. Nehmen wir ein Beispiel. Maersk, der weltweit größte Seefrachtskonzern, ist ein dänischer Konzern. Es gibt viele andere große dänische Konzerne. Das heißt, die Dänen sind garantiert nicht darauf angewiesen, dass wir Touristen am Tresen mit Euro wedeln. Das heißt also, sie brauchen nicht uns, damit sie mit Euro bezahlen können. So, kommen wir doch einfach mal zum Thema Bezahlmöglichkeiten. Also, dort, wo der Euro nicht genommen wird, wirst du in Kronen bezahlen müssen. Wenn du das mit Bargeld machen möchtest, wo kriegst du jetzt Bargeld her? Jetzt könnte man ja sagen, ich gehe hier in Deutschland zu meiner Hausbank und sage, ich hätte bitte gerne 1000 Kronen.
Heutzutage, wo die Banken es ja nicht mehr so sehr mit gutem Kundenservice haben, kann das schnell schwierig sein. Denn dann sagt die Bank, Fremdwährung haben wir nicht, die müssen wir erst bestellen. Das dauert ein paar Tage, vielleicht sogar eine Woche. Und es kostet dann auch extra Bearbeitungsgebühren. Das heißt also, bei der eigenen Bank hier noch in Deutschland Kronen tauschen, ist keine gute Idee. Dann gibt es ja vielleicht in Bahnhöfen, an Flughäfen oder in ähnlichen Stellen so klassische Wechselstuben, wo du also dein Euro-Bargeld hinträgst und kriegst dann Kronen ausbezahlt. Auch keine gute Idee, denn die leben natürlich von den satten und knackigen Gebühren, die sie kassieren. Die einfachste Art und Weise, in Dänemark an dänisches Bargeld zu kommen, ist, du gehst zu einer dänischen Bank, dort an einen Geldautomat und ziehst mit deiner EC-Karte, deiner Debitkarte oder deiner Kreditkarte eben einfach ganz normal, wie auch in Deutschland, Bargeld. Kleiner Tipp, wenn der Automat dich fragt, ob dein Konto in Euro oder in dänischen Kronen belastet werden soll, dann klick auf dänische Kronen, denn das ist von den Umrechnungsgebühren meistens günstiger, denn dann wird im Prinzip dein Konto in Kronen belastet und deine Hausbank rechne das zum aktuellen Wechselkurs um. Klickst du auf Euro, kann es eben passieren, dass da nochmal zusätzliche Gebühren obendrauf kommen. Aber wie gesagt, mit der EC-Karte am Geldautomat Kronen ziehen ist die einfachste Methode und das mache ich zum Beispiel seit 20 Jahren so. Bonustipp: In vielen Touristenregionen siehst du so blaue Geldautomaten mit oben einer gelben Krone drauf sozusagen, die nicht zu dänischen Banken gehören, das solltest du bleiben lassen. Denn diese Bankautomaten gehören zu einer Firma, die, glaube ich, Euronet heißt. Das ist quasi ein Dienstleister, der Bargeld über seine Automaten ausgibt, aber dafür auch eben deutlich höhere Gebühren kassiert als eine dänische Bank oder meinetwegen auch dann eben mit der Umrechnung deiner Hausbank. Das heißt also, wenn du einen solchen Automat Geld holst, dann ist das wirklich deutlich zu teuer. Du könntest eventuell noch bei dem Vermietbüro deines Ferienhauses Euro, wenn du Euro-Bargeld dabei hast, in Kronen umtauschen. Aber wie gesagt, ich empfehle dir tatsächlich ganz einfach, hol mit deiner EC oder Kreditkarte am Geldautomat dänische Kronen. Wenn du nicht mit Bargeld bezahlen willst, dann kannst du auch einfach eben Bargeld losbezahlen. Du kannst im Prinzip an jedem Supermarkt, in jedem Museum, an jeder Tankstelle, überall eben mit EC-Karte, Debitkarte oder Kreditkarte bezahlen. Überhaupt kein Problem. Und Bargeld könntest du eventuell doch hier und da mal brauchen. Das heißt also, wenn du in Dänemark zum Beispiel durch die Gegend fährst, findest du bei manchen Bauernhäusern an der Straße so einen kleinen Stand, einen sogenannten Vertrauensverkauf. Das heißt, da ist ein kleines Häuschen. Dann ist dann zum Beispiel sind da Kartoffeln, Zwiebeln oder Karotten drin, eben das, was der Landwirt dort so anbaut. Und du kannst dir dann die Waren, die du haben möchtest, nehmen und wirfst dann das Bargeld eben im Prinzip in ein dort bereitgestelltes Kästchen. Da ist also niemand, der kassiert, sondern das Ganze nennt sich eben Vertrauenskauf. Das heißt also, der Landwirt oder der Verkäufer vertraut darauf, dass die Leute eben sich Ware nehmen und dafür auch bezahlen. In Dänemark sehr verbreitet ist auch ein System namens Mobile Pay, wo man im Prinzip mit dem Handy oder mit dem Smartphone bezahlen kann. Das können aber leider nur dänische Kunden nutzen, denn das geht nur in Verbindung mit einem dänischen Konto. Du kannst also Mobile Pay nicht in Verbindung mit einem deutschen Konto nutzen. Also, das soll es mal zum Thema, kann ich in Dänemark mit Euro bezahlen gewesen sein? Die Antwort lautet eindeutig nein, du kannst in Dänemark nicht mit Euro bezahlen. Du bezahlst immer in dänischen Kronen und lediglich dort, wo der Euro als Fremdwährung angenommen wird, wird für dich sozusagen live vor Ort der Währungstausch durchgeführt, aber du bezahlst trotzdem de facto immer in Kronen. Noch was, wenn ein Tourist nach Deutschland käme, nehmen wir mal einen Amerikaner und der würde hier beim Rewe oder in einem Restaurant sagen, hier kann ich mit Dollar bezahlen, würde ja jeder sagen, was soll das denn bitte, hier ist die Währung Euro, also soll er doch bitte in Euro bezahlen. Das heißt, wir würden das als respektlos empfinden und genauso sehe ich das auch in Dänemark. Wenn ich in Dänemark als Tourist zu Gast bin, dann kann ich eben auch da in der Landeswährung bezahlen. Es ist nicht anstrengend und es kostet nicht wirklich was extra. Vielleicht noch ganz kurz, der Währungskurs oder der Währungswechselkurs schwankt seit vielen, vielen Jahren immer so um die 7,4. Das heißt, 1 Euro ist 7,40 Kronen wert,
10 Euro entsprechend 74 Kronen und 100 Euro 740 Kronen. So kannst du es also grob umrechnen. Oder wenn du zum Beispiel im Supermarkt eine Kiste Bier kaufst, die kostet in einem dänischen Supermarkt irgendwas zwischen 100 und 120 Kronen. Das sind umgerechnet zwischen 13 und 16 Euro. Das heißt also, ist auch durchaus bezahlbar. Und wie gesagt, ich finde es eben in einem Land, in dem man zu Gast ist, höflich, wenn man dort in Landeswährung bezahlt. Und noch einmal Fazit zum Schluss. Nein, du kannst in Dänemark nicht mit Euro bezahlen. Also, wenn es für euch in diesem Sommer oder irgendwann nach Dänemark geht, wünsche ich euch eine tolle Zeit. Ich war dieses Jahr schon in Dänemark. Ich fahre wahrscheinlich im Dezember nochmal für 2 Wochen nach Dänemark. Und bis dahin viel Spaß. Hi, hi.